Herzlich willkommen in der nächsten Folge zur Mario Community Cloud. Ja, wir befassen uns wieder mit Element und zwar mit der ersten Anmeldung als Nutzer. Ja, wir schauen uns jetzt an, wie wir in das Programm Element reinkommen. Ich zeige es jetzt hier auf dem Rechner, auf meinem Laptop. Kann ich es besser herzeigen, da sieht man auch die Struktur sehr gut. Das funktioniert auf dem Handy ganz analog. Allerdings tue ich mir da ein bisschen schwerer mit dem Aufnehmen und auch die Übersichtlichkeit ist auf dem Laptop einfach noch ein bisschen größer als auf dem Handy, aber es funktioniert auf dem Handy auch gut. Ja, wenn man diese App Element sich auf dem Rechner installiert hat und öffnet, dann sieht man erstmal diesen Anmeldescreen oder das Anmeldebild. Und jetzt ist das Allerwichtigste, was man hier machen muss, dass man hier sich nicht bei matrix.org anmeldet, denn das ist der Chat-Server von den Erfindern von diesem ganzen Element-Protokoll, von dieser ganzen Element-Software, sondern auf dem Chat-Server von der Maro. Und deswegen muss man, wenn hier irgendwo Matrix.org steht, unbedingt auf Bearbeiten klicken. Ist auf dem Handy auch so, mit eigenem Heim-Server anmelden heißt es. Also unbedingt hier auf Bearbeiten gehen. Und dann sagt er hier, okay, andere Heim-Server oder andere Home-Server in dem Fall, schreibt er, da geben wir hier ein. chat.maro.community. Unbedingt auch auf dem Handy darauf achten, nicht bei matrix.org anmelden, sondern auf chat.maro.community. Das ist unser Home-Server, darin laufen die Chats der Maro. So, dann fortfahren. Und jetzt meldet man sich hier an mit Benutzername und Passwort. Ich bin ja bekanntermaßen der Nutzer Bernd Haching, also B-Haching. Und mit dem melde ich mich jetzt hier auch zum ersten Mal in Element an. So, habe ich das Passwort eingegeben. Nutzername und Passwort sind genau die gleichen wie überall sonst in der Maro Community Cloud. Also wer sich schon den Zugang gemacht hat zur Maro Community Cloud, ja, über das Passwort zurücksetzen, der oder die kann auch den Chat nutzen. So, mit den gleichen Benutzername und Passwort, die man sonst verwendet. Dort bei der Community Cloud meldet man sich auch hier an. Und jetzt rüttelt er kurz. So, und schon bin ich drin in Element. Jetzt stellt er hier eine Frage, hilf uns Element zu verbessern, anonyme Nutzungsdaten. Naja, heute bin ich mal nett, heute sage ich mal ja. Und dann sieht man schon mal, wer ich bin. Ich bin der B-Haching, also Bernd Haching. Leider wird hier noch nicht der richtige Name übergeben, der Anzeigename. Das muss man noch kurz einstellen. Da geht man hier auf den Namen drauf, das ist auf dem Handy auch ganz ähnlich, geht in die Einstellungen und macht aus dem Anzeigenamen B-Haching Bernd Haching. So, dann können mich jetzt alle anderen auch als Bernd Haching finden. Man kann hier noch ein Bild hochladen, wenn man das möchte. Das mache ich jetzt nicht, von Bernd Haching gibt es kein Bild. Aber dann wird man natürlich gleich besser erkannt. Noch eine Information, falls jemanden beim Anmelden ja, so Wiederherstellungsschlüssel oder Security Keys und sowas angeboten werden, unbedingt die speichern, also kopieren, speichern, Screenshot machen, was auch immer, kopieren und speichern ist noch besser. Der ganze Chat bei Element ist verschlüsselt, da kann dann auch keiner mitlesen und wenn man seine Schlüssel nicht wiederfindet, kann man seine bisherigen Chatverläufe und Unterhaltungen auch nicht, selber nicht mehr lesen. So, jetzt bin ich drin, hier in dem Element. Und erst einmal sehe ich gar nichts. Es muss mich jetzt erstmal noch jemand in meinen Space einladen, nämlich zum Beispiel in den Space Lansam. Ja, jetzt tun wir mal so, Bernd Haching wäre jetzt jemand, der in Lansam mit einziehen möchte und ist einer der dortigen Nutzer. Ich bin jetzt hier parallel auf einem anderen Fenster mit meinem eigenen Account, Martin Okerschlag, angemeldet und lade jetzt den Bernd Haching in den Space Lansam ein. So. Und schon gibt es hier eine Meldung, aha, ich wurde in den Space Lansam eingeladen, na das nehme ich doch mal an. Und schwupp, bin ich als Bernd Haching in dem Space Lansam drin und was sehe ich? Aha, einen Chatraum, in dem alle in Lansam sich unterhalten, na da trete ich doch gleich mal bei. Und jetzt geht los, jetzt sagt er mir, Schlüsselsicherung einrichten, das ist wichtig. Das sollte man unbedingt machen, auch gleich machen. Die Schlüssel, die jetzt hier erzeugt werden,
braucht man später, um sich dann wieder gut anmelden zu können, um auch alte Unterhaltungen wiedersehen zu können. Der Hintergrund ist, die ganze Kommunikation ist verschlüsselt und das ist ein sehr sicheres Verfahren, deswegen werden einem hier die Schlüssel auch angeboten. Man muss die sich kopieren und auch irgendwie für später wieder zur Verfügung haben. Ich mache das mal, ich drücke hier auf Fortfahren. Und jetzt fragt er mich, was ich machen möchte, Sicherheitsschlüssel generieren oder Sicherheitsphrase eingeben. Ich mache mal Sicherheitsschlüssel generieren, das ist ziemlich einfach. Und schwuppdiwupp habe ich hier so eine ziemlich wilde Buchstabenfolge. Die kopiere ich mir jetzt hier, also ich habe die schon markiert, ich kopiere mal die jetzt und speichere die in meinem Schlüssel, in meiner Schlüsselverwaltung. Sowas kann ich jedem nur empfehlen, dass er irgendwo seine Logins und Passwörter und sowas irgendwo gespeichert hat. Und diesen Sicherungsschlüssel empfehle ich auch unbedingt irgendwo aufzuheben. Und sei es irgendwo in einer Word-Datei, aber unbedingt haben. Gut, ich habe mir den Sicherungsschlüssel jetzt kopiert. Wenn ich mich mal wieder anmelde, zum Beispiel vom Handy aus, werde ich wieder nach diesem Sicherungsschlüssel gefragt werden. Ich kann es nur noch mal betonen, es ist ganz wichtig, dass man sich diese Buchstabenfolge irgendwo hinspeichert. So, und damit war es auch schon alles. Das war auch schon alles mit dem, was kompliziert ist. Jetzt machen wir fortfahren. Und jetzt bin ich in diesem Raum drin. In dem ich bin einmal in dem Space Landsam und in dem Space Landsam gibt es einen Raum alle in Landsam. Da bin ich jetzt drin. Da kann ich jetzt mal hier was tippen. Hallo, wer ist denn gerade noch da? Fragezeichen. So, und jetzt gehe ich als Martin Urkerschlag in mein anderes Fenster und schreibe jetzt hier was Nettes. Hallo Bernd, ich bin auch da. So, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, wird mit der Zeit feststellen, dass man da die anderen, die mitchatten, auch mit schönen, lustigen Sachen verwöhnen kann. Zum Beispiel, wenn man hier auf den Schrägstrich tippt, dann kommen so alle möglichen Kommandos, was da möglich ist, zum Beispiel Konfetti, schön ist es hier, Ausrufezeichen. So, dann schicke ich das ab und dann gibt es hier Konfetti oder es gibt Schneefall. Es ist ja gerade Winter. Und dann kann ich es schneiden lassen. Na, das sieht man ja nur ganz moderat. Ja, in dem Chat kann man sich ganz normal unterhalten, wie man es von anderen Chats auch kennt. Man kann Sachen, die andere geschickt haben, kommentieren mit einem Smiley. Man kann selber irgendwelche Emojis verschicken. Was haben wir denn da Nettes? Ach, ist der putzig. Finde ich wirklich sehr nett. Oder auch Bilder verschicken, Sticker, Sprachnachrichten versenden, Dateien versenden. Also das ist wirklich praktisch, gerade wenn man es auch auf dem Handy hat und sich austauschen möchte. Hier, schau mal, da ist was, Foto, zack, verschicken. Oder auf dem Laptop irgendwelche Dateien reinwerfen und schon haben die alle in der Chatgruppe. Wie eben so ein Chat funktioniert, wirklich praktisch. Ja, jetzt möchte ich aber vielleicht nicht nur in dem alle in Landsam drin sein, in dem Raum, sondern auch noch in dem anderen. Wie geht es? Dazu klicke ich hier links auf die Schnellaktion Räume erkunden und dann sehe ich schon die anderen Räume, die es in Landsam noch gibt. Jetzt bin ich zum Beispiel noch drin in der AG Mobilität, weil ich das Thema wichtig finde und kann ja einfach mal beitreten. Da sind noch andere drin in dem Raum, wie vorher auch, ja. Martin Urkerschlager und so weiter und so weiter, sind da einfach noch viele in dem Raum und dann kann ich hier wieder mitschreiben. So kann ich in die Räume reingehen. Ich kann aus dem Raum aber auch wieder rausgehen, wenn ich mit der Zeit feststelle, ach, AG Mobilität war jetzt ganz interessant, aber in der AG bin ich jetzt gar nicht mehr. Ich kümmere mich jetzt um was anderes bei uns in Landsham, dann kann ich aus dem Raum auch wieder rausgehen. Ja, da gehe ich hier auf den Raum, habe hier drei Pünktchen, Raumoptionen und dann kann ich einfach den Raum verlassen. Und fragte mich nochmal, bist du sicher, dass du den Raum verlassen möchtest? Klar, bin ich, kann er wieder reingehen. Wiedersehen. So. So kann man über Räume kommunizieren. Und jetzt kann man noch was anderes machen. Man kann auch direkt, wenn man nicht mit einer Gruppe kommunizieren möchte, kann man auch direkt mit anderen
Personen kommunizieren. Und wie mache ich das? Ich gehe her, hier bei Personen und starte einen neuen Chat. Und da kann ich mir jetzt jemanden suchen, zum Beispiel den Martin Okerschleier, na, mit dem mache ich aber da irgendwie alles. Klick den an und los geht's. Und dann habe ich einen neuen Chatraum, wenn man so möchte, in dem es wirklich nur, ja, oder da sind wirklich nur zwei Personen drin, der Bernd Haching und der Martin. So, und der Martin Okerschlager ist jetzt in den Raum auch reingegangen. Der kann jetzt hier wie vorher was schreiben oder auch einfach übers Handy ein Foto von seinem Schreibtisch schicken. So, das ist zwar jetzt nicht sehr interessant, aber vielleicht ganz witzig. Bernd Haching und Martin Okerschlager unterhalten sich über die Notizen auf dem Schreibtisch oder was auch immer sonst einem im Chat auffällt. Aber letztendlich, so funktioniert das. Ich denke, das ist wirklich eine schöne Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu kommen, auch mit den ganzen anderen Spaces, die wir haben oder die es noch gibt. Ja, einmal im Haus, untereinander, aber auch häuserübergreifend. Ja, vielleicht nochmal kurz hier, damit man sieht, wie man andere Räume auch noch sieht. Also, wenn ich hier wieder auf Landsam gehe, sehe ich die anderen Räume, die es hier gibt. Da oben die Räume, in denen alle, die im Haus wohnen, direkt miteinander zu tun haben, sich unterhalten können. Und später auch die Maro-Haus-Austauschräume, wo man in jeden eben beitreten und sich unterhalten kann. Keine Sorge, wir von der Maro gehen aus diesen Räumen natürlich auch bald wieder raus, wenn das ganze Projekt mal läuft und die Leute alle drin sind und die Spaces auch ihre eigenen Administratoren haben aus dem Haus, dann verduften wir da und lassen wirklich allen auch den Spaß, den man auch in so einer Kommunikation haben kann. Ja, und den wünsche ich Ihnen jetzt hiermit auch. Viel Vergnügen mit diesem wirklich tollen Chat-Tool, mit dem Element bei der Maro Community.